Das mittelalterliche Aufbaustrategiespiel Foundation gibt's jetzt auf Steam im Early Access für 30€. Das Spiel verspricht Features wie organisch wachsende Städte, verschiedene Fertigungsketten, Mod-Support und ein modulares Bausystem. Wir haben uns mal angeschaut, wie viel davon bereits im Early Access drinsteckt und ob sich der Frühzugang schon lohnt. Zum Spielstart suchen wir uns auf einer von derzeit 5 unterschiedlichen Karten ein erstes Stück Land aus. Dort gibt's für den Anfang eine Handvoll Dorfbewohner, denen wir Berufe zuteilen. Bauarbeiter, Holzfäller, Steineklopfer und so weiter. Wie bei Aufbaustrategie halt so üblich. Über das Baumenü zimmern wir anschließend erste Gebäude wie Holzfällerlager, Sammlerhütten und ein Lagerhaus zusammen, damit wir all unsere gesammelten Rohstoffe auch irgendwo abladen können. Anstelle eines Tutorials gibt's Anweisungen. Wir sollen beispielsweise einen Marktstand bauen und dort Beeren verhökern. Zur Erklärung gibt es zwar ein Hilfsfenster, das erklärt Spielelemente wie Handel und Wirtschaft aber nur sehr oberflächlich. Besser ist hier ein Blick in den Guide-Bereich auf Steam, wo die Community hervorragende Anleitungen und Einstiegshilfen bereitgestellt hat. Ohne die wirtschaften wir uns ganz schnell in die Schuldenfalle und müssen von vorn anfangen. Hat man sich erstmal in den Handel reingefuchst, läuft die Wirtschaft ganz locker. Wir verhökern überschüssige Rohstoffe an derzeit noch unsichtbare Nachbardörfer und füllen so unsere Kassen. Zudem kaufen wir Waren ein, die wir nicht selbst herstellen können oder wollen. Apropos Herstellung, in Foundation gibt es natürlich auch diverse Fertigungsketten. Hier haben wir beispielsweise eine Farm, die Getreide anbaut. Ein Dorfbewohner sammelt dies regelmäßig ein und bringt es zur Windmühle, wo Mehl daraus gemacht wird. Das Mehl wandert dann in die Bäckerei, die macht Brot daraus und das verhökern wir dann an unsere Untertanen. Andere Fertigungsketten lassen uns beispielsweise Schafe züchten, deren Wolle wir verkaufen oder in Kleidung für unsere Dorfbewohner umarbeiten. Oder wir verarbeiten Holzkohle und Erz und stellen Werkzeuge her, die wir versilbern oder zum Errichten von Gebäuden verwenden. Dabei reicht es vollkommen aus, sich auf einige wenige Industriezweige zu spezialisieren und Rohstoffe, die man nicht selbst herstellt, zu importieren. Im Early Access sind unsere Kassen stets prall gefüllt, was uns ehrlich gesagt ein wenig zu einfach vorkommt. Neben Farmen und Bäckereien errichten wir auch sogenannte Monumente. Dabei handelt es sich um Einrichtungen wie Gotteshäuser oder Festungen, die wir über ein modulares Baukastensystem aus verschiedenen Komponenten zusammenbasteln. Je schicker und größer die Monumente, desto mehr steigt unser Prunkwert. Über Prunk wiederum schalten wir neue Monumente und zusätzliche Erweiterungen frei, beispielsweise größere Glockentürme für die Dorfkirche oder einen Kräutergarten fürs Kloster. Manches davon dient der Dekoration, anderes erzeugt Rohstoffe wie Kräuter, die uns noch mehr Gold durch Handel einbringen. Dinge wie Lebensmittel, Kleidung oder Kirchen fertigen wir natürlich nicht nur so zum Spaß. Vielmehr handelt es sich dabei um Grundbedürfnisse unserer Untertanen. Sind die zufrieden, bauen sie ganz von alleine Wohnhäuser, die mit der Zeit immer schicker und größer werden. Vorausgesetzt, wir haben einen Bereich unseres Dorfs als Wohnraum gekennzeichnet. Sind die Dorfbewohner happy, werden weitere Siedler angelockt, die ebenfalls Ansprüche wie Jobs, Wohnraum, Lebensmittel und so weiter haben. Und das ist auch schon der komplette Spielablauf. Wirtschaft zum Laufen bringen, Grundbedürfnisse erfüllen, neue Dorfbewohner anlocken und dafür sorgen, dass diese ebenfalls zufrieden sind, während die Stadt immer weiter wächst. Grundsätzlich gibt es zwar auch Quests, die sind aber die Bezeichnung kaum wert und laufen immer gleich ab. Wir sollen immer irgendeine Ressource wie Brot oder Fisch sammeln und eine bestimmte Menge davon ans Volk, an den König oder die Kirche abdrücken. Dafür gibt's dann eine kleine Rohstoffbelohnung und etwas Ansehen, mit dem wir mehr Prunk freischalten. Ab und zu kommt auch mal ein Gesandter aus einem unsichtbaren Nachbardorf. Der leiht sich 5 unserer Soldaten aus, die schicken wir auf Mission, dann latschen alle zusammen zum Ende der Landkarte, stehen dort 5 Minuten rum und latschen anschließend wieder zurück. Irgendwelche Kämpfe gibt's dabei nicht und die sind auch nicht für die Vollversion geplant. Und damit ist die Alpha von Foundation noch ziemlich dünn für stolze 30 Öcken. Entwickler Polymorph Games zufolge ist das Spiel derzeit zu 40% fertig und benötigt noch 1 Jahr zusätzliche Entwicklungszeit. Für die Zukunft ist Steam Workshop Support geplant, ein paar einfache Mods gibt es bereits, mehr als ein paar neue Namen für Dorfbewohner oder dekorative Teiche bringen diese aber noch nicht. Außerdem sind Wettereffekte geplant, es sollen Tools zum Erstellen eigener Karten kommen und als kostenpflichtiger Post-Release-DLC wurden Inhalte wie Naturkatastrophen angekündigt. Wer sämtliche Inhalte will, zahlt also extra. Na dann.
Derzeit würden wir Foundation wirklich nur den ganz harten Aufbaufans ans Herz legen. Und auch das nur bedingt. Klar, der Aufbau funktioniert, wir hatten auch keine nennenswerten technischen Probleme oder Abstürze, die Performance ist okay und das Spiel sieht schick aus, wenn man auf den Grafikstil steht. Aber nach 2 oder 3 Stunden hat man im Prinzip alles gesehen, was das Teil derzeit zu bieten hat. Damit hat Foundation zwar das Zeug dazu, mal ein richtig gutes Spiel zu werden, im Augenblick fühlt es sich aber eher an wie eine Technik-Demo. Städtebau als Selbstzweck ohne richtige Quests oder Spielziele. Klar, wer sich daran nicht stört und 30 Euro auf der hohen Kante hat, kann hier sicher einen Kauf wagen. Andernfalls verpasst man derzeit aber auch noch nicht furchtbar viel, wenn man das Spiel im Auge behält und dann erstmal auf die Vollversion wartet.